Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, habe ich ein neues Motorrad und die Kenner unter euch, die werden jetzt anhand des Cockpits natürlich auch schon erkennen, was das für ein Motorrad ist. Ich werde jetzt gleich mal absteigen und das zeigen, damit ihr auch mal sehen könnt, welches Motorrad das ist. Eigentlich dachte ich jetzt, der Parkplatz hier war frei, aber naja. Das ist das schöne Stück. Das ist mein neues Motorrad. Das ist Suzuki GSX-R 1000, also Baujahr 2009. Ja, 185 PS bei 12.000 Umdrehungen, glaube ich. Kein ABS, keine Traktionskontrolle, gar nichts. Einfach nur reines Motorradfahren. Ja. Ich habe natürlich das mega Wetter hier wieder ausgesucht. Also an sich, der Himmel sieht ganz gut aus, aber hat gerade wieder schön geregnet. Ja, die Maschine ist halt jetzt absolut noch nicht warm. Deswegen kann ich damit auf jeden Fall auch noch kein Vollgas geben. Aber die ersten Fahreindrücke sind schon mal krass. Also ich bin gestern mit der eine ganze Ecke gefahren. Da sind wir circa so 7 Stunden reine Fahrzeit hatten wir da bestimmt. Und die Maschine, die macht so unfassbar Laune, das ist heftig. Aber man muss richtig aufpassen. Dann habe ich dann gestern auch am eigenen Leib gemerkt, die hat ja wieder, wie gesagt, kein ABS, keine Traktionskontrolle, keine Wheelie Control oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gestern Vollgas gegeben und dann ist die Maschine bei 90 oder 100, irgendwie sowas, ist sie dann direkt hochgekommen. Und dann habe ich einfach direkt quasi Power Wheelie gemacht, ohne dass ich das machen wollte. Das war schon krank. Deswegen muss man da beim Fahren wirklich gut aufpassen. Aber so an sich ist die Maschine schon geil. Also die macht richtig Laune. Die ist halt unfassbar schnell. Es ist halt gar nicht zu vergleichen mit meiner Bandit. Weil die Bandit, die war ja auch eigentlich schon recht flott, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das hier ist halt wirklich einfach Rennen pur. Und da stinkt die Bandit auf jeden Fall ab. Wir haben jetzt auch nicht die besten Wetterbedingungen hier. Wir haben hier 6 Grad und leichte Feuchte. Deswegen macht halt jetzt auch nicht so einen Riesenspaß hier zu fahren. Aber ich dachte mir, ich muss euch ja schon mal zeigen, dass ich das Baby hier jetzt habe. Wo ich mich bei der auch erstmal dran gewöhnen muss, ist, dass die Kupplung so unfassbar schnell kommt. Die Kupplung kommt dann wirklich, lass die einen halben bis einen ganzen Zentimeter los und dann kommt die schon. Und bei der Bandit war das wirklich so, dass die erst bei der Hälfte circa gekommen ist. Aber da ist auch schon ein Riesenunterschied. Und wie gesagt, bei der Bandit, da ist die halt erst so da gekommen. Aber bei der kann ich aber demonstrieren. Da kommt die schon. Also das ist wirklich, wirklich krank. Aber natürlich wäre ich nicht Crispy Rider, wenn ich die Fahrt von dem Händler bis zu mir nicht auch gefilmt hätte. Deswegen habt ihr hier jetzt einmal ein paar Highlights aus der Fahrt zurück. Das war ein bisschen mit Stau verbunden, eigentlich überwiegend Autobahn. Aber dann, da könnt ihr mal schauen, wie meine Eindrücke so dazu gewesen sind. Boah, Junge! Ja, und die Maschine macht unfassbar Spaß, aber die ist auch einfach unglaublich schnell und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also es ist echt übertrieben. Also ich habe mir ja damals auch schon mir sagen lassen, dass Tausender schnell sind, da war mir auch bewusst. Ich glaube, dieser Jay Gino, der hat ja auch immer eine R1 gefahren und da habe ich mir schon gedacht, boah ja, R1 voll krass. Aber man glaubt gar nicht, wie viel Kraft diese Maschinen haben und wie schnell die eigentlich sind. Also es ist nicht zu vergleichen mit Sachen, die man vorher so gefahren ist. Was mir bei der hier auch die ganze Zeit immer noch auffällt, dass es echt schwierig ist, damit nicht viel zu schnell zu fahren. Ja, ich fahre jetzt gerade so um die 60, ich fahre meist so 10 drüber, weil man sagt ja immer 10 drüber, ne, da lösen die Blitzer ja normalerweise nicht aus und das ist noch so eine Geschwindigkeit, die ist dann vertretbar. Das ist schon schwierig, das zu halten, weil ich kann euch ja mal kurz demonstrieren. Ich fahre jetzt mal 50, gebe da mal kurz einen Gasstoß. Ja, und jetzt bin ich schon auf 62 gewesen. Also unglaublich, wie schnell diese Maschine ist. Also, ich werde das wahrscheinlich im Laufe des Videos noch ein paar Mal sagen, aber das ist krank. Ich bin auch noch am überlegen, was ich mit dem Lack mache, weil die ist ja jetzt gerade weiß. Ich bin am überlegen, ob ich die dann schwarz machen soll noch oder in einer anderen Farbe. Ich wollte mir nämlich jetzt bald mal einen Helm kaufen in einer anderen Farbe. Ich wollte so einen lila-mäßigen Helm kaufen. Und da ist die Überlegung, ob ich die Maschine dann auch in so einem Lila folieren lasse. Aber das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nämlich an sich ganz schön. Und das ist halt auch mal was anderes, wird halt nur auch extrem schnell dreckig. Deswegen, also ich benutze die Maschine jetzt seit insgesamt 3 Tagen. Naja, seit 3 Tagen habe ich die jetzt. Und bin auch einmal im Regen gefahren. Und die wird halt unfassbar schnell dreckig. Also das ist, ich meine, dass weiß schnell dreckig wird, ist ja klar, ne? Aber das ist genauso wie mit der Leistung. Ich hätte nicht gedacht, dass weiß so schnell dreckig wird. Also meine Bandit, die ist ja dunkelblau. Und da habe ich schon gedacht, da sieht man den Dreck ganz gut. Aber dann
Da hatte ich noch keine weiße Maschine, wo man den Dreck dann wirklich gut drauf sieht. Aber naja, was ist hier, Klimakleber oder wäh? Aber heute habe ich irgendwie die rote Welle. Ne? Also irgendwie jede Ampel, an die ich dran fahre, die wird eigentlich rot. Die Rennleitung schon wieder. Oh, fahren die mir jetzt hinterher oder was? Mal abwarten. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die mir jetzt hinterher fahren. Ah, ne, doch nicht. Jetzt biegen sie ab. Ich weiß nicht, ob man das Video sieht. Da habe ich jetzt echt gedacht. Naja. Ja, und was man zu der Maschine halt wirklich sagen muss, die Reifen da drauf. Ich weiß nicht genau, wie ich den vertrauen soll. Das sind Michelin-Reifen. Ich habe irgendwie nicht so viel Gutes von Michelin gehört. Das ist die ersten Michelins, die ich selber fahre. Muss ich mal gucken, wie ich die auf Dauer finde. Aber die Kurvenlage von der Maschine, die ist echt heftig. Also, wenn man da bandet, die ist ja sehr schwer, aber die hat auch einen recht tiefen Schwerpunkt. Deswegen kann man so quasi durch die Kurven durchschwingen. Aber der ist halt so, die ist recht leicht. Also, die wiegt 40 Kilo weniger als die Bandit. Und das merkt man halt, ne? Also, die hat auf jeden Fall Bock, Kurven zu fahren. Und ich glaube, mit der kann man auch richtig gut Schräglage machen. Aber bisher habe ich halt noch nicht so wirklich gemacht, weil immer, wenn ich gefahren bin, war es halt arschkalt. Und ohne Reifentemperatur und mit einem leicht feuchten Boden bringt mir Schräglage halt gar nichts. Da gehe ich halt auf jeden Fall kein Risiko ein und versuche erst gar nicht, da irgendwie in Schräglage zu kommen, weil nachher fliege ich dann doch hin oder rutsche aus oder so und dann habe ich ja auch nichts damit gewonnen. Und weil ich bei der Maschine hier noch merke, dass ich teilweise vergesse zu schalten. Also wenn ich mir überlege, wir fahren jetzt gerade 54, 53 im zweiten und ich drehe bei nicht mal 3.500. Das ist so heftig. Ich kann das ja jetzt nur mit der Bandit vergleichen, deswegen werde ich jetzt die ganze Zeit nur auf die zu sprechen kommen. Aber bei der war das so, wenn ich jetzt im zweiten gefahren wäre, wäre ich glaube ich bei 6.000 gewesen oder so. Und da musste ich halt 50 auf jeden Fall oder 60 auf jeden Fall im vierten fahren. Aber hier fahre ich jetzt 50 im dritten und drehe halt bei 3.000. Das ist heftig. Ja, manche Menschen verstehe ich auch nicht. Ey. Die fahren auf den Kreisverkehr zu, da kommt entweder gar nichts oder in 20 Kilometer weit und dann bremsen sie trotzdem. Ach ja, ist das nicht schön. Duisburg live hier, ey. Bisschen wolkig, bisschen sonnig. Geil. Dauert aber wahrscheinlich gar nicht mehr lange, da muss ich schon wieder tanken, weil die Maschine, die hat nämlich keine Tankanzeige so wirklich, sondern die hat nur eine Leuchte. Ja, und die leuchtet halt nach so roundabout 200, 220 Kilometern. Und danach kannst du wohl nochmal 80 Kilometer mit der Maschine fahren. Ja, und jetzt bin ich mit der Maschine schon 150 Kilometer gefahren. Wieder seit der letzten Tankfüllung, ganz setze ich immer zurück, damit ich da ein bisschen Auge drüber. Ja, und 150 Kilometer ist ja bekanntlicherweise nicht so weit von den 220 entfernt. Deswegen mal schauen, wann die Tankleuchte angeht. Wenn wir jetzt ja vielleicht noch ein bisschen schneller fahren, dann geht das eh nochmal schneller wieder runter. Ich bin gespannt. So, 40 Richtung Venlo. Ich meine, die wäre auf. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also offen im Sinne von keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich schau mal. Fahre ich jetzt gerade überhaupt vernünftig richtig hier? Ja, komm. Los, wert grün, los! Jawohl. Ach stimmt, hier ist so eine ellenlange Baustelle. Och nee. Ah, da kommt auch schon wieder die Rennleitung. Ja, aber ich glaube, dann fahre ich mir das Zentrum runter und drehe wieder. Weil jetzt bei der Temperatur, aber ich kann das dann einmal zeigen, hier ist jetzt 120. Ich schalte meinen vierten, ich bin jetzt bei 95, pass mal auf. Vierter Gang, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Das waren jetzt mal eben, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, 40 km oder so, also das ist schon heftig. Also jeder, der sich überlegt, eine Tausender zu holen, ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, kauft euch keine Tausender als Anfangsbike. Ich habe auch schon mal von Leuten gehört, die dann gesagt haben, ja, ich überlege natürlich mir jetzt ein Motorrad zu kaufen, ich habe jetzt meinen Führerschein, ich habe da direkt an so eine Tausender gedacht. Alter, jeder, der das sagt, ne, der ist, glaube ich, noch nie Motorrad gefahren, weil so eine Tausender, das ist eine Kraft, die kannst du erstmal nicht bändigen. Du kannst das nicht einschätzen. Das war ja selbst bei mir so. Ich habe jetzt knapp 3 Jahre Motorradfahrerfahrung und ich habe auch mir gedacht, so ja, eine Tausender, die wird schon schnell sein, da muss ich auch gut aufpassen, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, und dann bin ich das erste Mal gefahren und dachte mir, Junge, was ist hier los? Also, ich weiß gar nicht, ob ich dir das Video schon erzählt habe. Als ich meinem Kollegen mal zeigen wollte, wie viel Power diese Maschine hat, bin ich in den ersten Gang gegangen und habe gesagt, ich beschleunige jetzt mal durch, damit du siehst, wie schnell ich weg bin. Ich habe Gas gegeben
bis 90 war noch so halbwegs alles gut. Ich meine, ich wurde zwar in den Sitz gepresst wie Sau, aber bis 90 war noch alles gut. Und ab 90 kam auf einmal der Vorderreifen hoch und ich habe da ein Powerwheelie gezogen. Junge, ich konnte das nicht steuern, also ich konnte da nichts gegen machen. Und das widerspiegelt halt so quasi eigentlich die ganze Maschine als solche, weil die einfach Wheelies macht, wie die Bock hat. Also wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, macht die natürlich keinen, aber also wenn wir jetzt 130 gefahren wären und ich hätte einfach so das Gas aufgedreht, dann hätte ich bestimmt auch wieder Wheelie gemacht. Das ist wirklich heftig, also ohne Scheiß. Wenn ich jetzt gleich mal hier auf der Autobahn auffahre, ich bleibe jetzt mal im zweiten, dann kann ich euch das mal demonstrieren. Also nicht die Wheelies natürlich, aber die Beschleunigung dieser Maschine. Das ist nämlich wirklich nicht von dieser Welt. So, Achtung. So, da war mal eben 160. Das ist unfassbar. Und ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass ich da immer noch kein Vollgas gegeben habe, weil, ich sage euch ganz ehrlich, seit dem Mal, wo mein Vorderrad so hochgekommen ist, habe ich so ein bisschen Knacks beim Vollgas geben. Hier im 6 ist das kein Problem, da ziehe ich voll durch, aber da hat die ja auch nicht die volle Leistung. Aber wenn ich jetzt niedrig drehe, sage ich mal, und die Maschine dann aufdrehe, dann habe ich so eine Sperre jetzt, um Vollgas zu geben, weil ich immer das Gefühl habe, die Maschine kommt direkt wieder nach oben, sobald ich Gas gebe. Das ist echt krank. Hallo. Piep, piep. Handy verbunden. Fahren wir hier mal runter. Es ist nämlich auch wieder arschkalt. Also wirklich, meine Hände, die frieren einfach ab. Ach ja, Freunde der Nacht. So viel mehr habe ich zu dieser Maschine auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde es einfach nur ein wunderschönes Motorrad. Es macht richtig viel Spaß, diese Maschine zu fahren. Mit dem Weiß muss ich noch mit mir selber im Reinen sein, ob ich das behalten will oder nicht, ob ich das wechseln lasse oder nicht, also ob ich folieren lasse oder nicht. Lackieren lassen tue ich die auf jeden Fall nicht, weil der Lack an sich ist halt schön, nur ich weiß nicht so, ob das meinen Vorstellungen entspricht. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen an der Maschine ändern, wie zum Beispiel die Blinker vorne hinten möchte ich getönt haben und wahrscheinlich einen anderen Auspuff und dann noch hier und da ein paar kleine Kleinigkeiten, die mir jetzt so spontan nicht einfallen. Aber an sich, von Grund auf, ist das hier wirklich eine wunderschöne und solide Maschine. Und für das Alter, wie gesagt, 2009, steht die auch wirklich, wirklich gut da. Deswegen, also, ich hoffe, du bist bis hierhin dran geblieben. Wenn ja, erstmal vielen Dank, dass du das Video geschaut hast. Du kannst gerne noch in andere Videos von mir reinschauen. Aber in Zukunft wird auf jeden Fall viel mehr mit meiner GSX-R und mir kommen. Ja, das war's dann also jetzt von meiner Seite. Wenn du beim nächsten Mal wieder dabei sein möchtest, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Crispy Rider.